Hallo und Servus, liebe Zuschauer. Da mein Padua-Pass 2 Tage gültig war, fuhr ich also heute früh nochmal in die Stadt, um noch ein paar Sehenswürdigkeiten anzusehen. Einen zweiten Besuch in die Basilika des Antonius konnte ich nicht widerstehen. Gegen 1 Uhr wollte ich los und das klappte auch. Die Route nach Treviso hatte ich mir mit Grasshopper gestalten lassen. Damit konnte ich gut leben. Anfangs notwendigerweise zwar oft auf Straßen, meist aber Nebenwege. Wegen der vielen Abzweigungen musste ich oft anhalten, um das Navi zu befragen. Bei Campo San Piero führt dann ein Radweg auf einer stillgelegten Bahntrasse, der E5, schnurgerade nach Treviso. Die Fahrt auf dem alleeartigen Damm ist elends langweilig. Man muss teilweise alle paar hundert Meter runterbremsen, um an den Schikanen durchquetschen, die kreuzenden Straßen zu queren. Dafür aber sehr ruhig zu radeln. Da es keine Besonderheiten auf der Strecke gab, habe ich auch nichts gefilmt. Jedoch, in dem kleinen Örtchen Cavino gibt es eine kleine Eisdiele mit schönem Garten. Die machen Eis, aber vom Feinsten. In Treviso besorgte ich mir noch Proviant und chillte den heutigen Tag ab. War ich doch einen Tag nur am Laufen. Morgen sollte es in die Stadt gehen, den ganzen lieben Tag. Meine Unterkunft war zentrumsnah, hatte akustisch allerdings keine Wände, wenigstens konnte ich aber zu Fuß in die Stadt. Treviso kann man als Mini-Venedig bezeichnen. Viele kleine Wasserläufe durchziehen die sehr kompakte Innenstadt. Einer von ihnen, inklusive Stadtmauer, umgibt sie. Auffällig ist die Sauberkeit der Stadt. Selbst die sonst eher runtergekommenen Außenbezirke sind sauber und in gutem Zustand. Schön anzusehende Villen findet man im Ostteil der Innenstadt. Mit dem Auto, ja, selbst mit dem Rad ist es schwierig zurechtzukommen, denn fast alle Straßen sind Einbahn und ziemlich eng. Trotzdem hat mir diese kleine Stadt sehr gut gefallen. Die Kathedrale des Apostels San Pietro beeindruckt durch die 3 gewaltigen Dachkuppeln, die auf ebenso umfangreichen Rotunden aufgesetzt sind. Schön anzusehen auch die vielen kleineren Kuppeln, die scheinbar zufällig den mächtigen Kirchenbau zieren. An der Vorderseite überragt die herrliche Fassade im neoklassizistischen Stil aus dem 19. Jahrhundert den Vorplatz. Der Bau stammt aus dem 17. Jahrhundert. Vom historischen Bau aus dem 12. Jahrhundert
ist nur noch die wunderschöne Krypta übrig geblieben. Tritt man in sie hinein, so enttäuscht erst einmal der verhältnismäßig schlichte Innenraum. Aber schon auf den zweiten Blick relativiert sich dieser Eindruck, stechen doch die riesigen Bilder und schönen Seitenaltäre dadurch umso mehr heraus. Thank you.
Im Südosten der Stadt steht der gewaltige Bau der Kirche des heiligen Nikolaus. Schon von außen lässt der Bau auf einen riesigen Innenraum schließen. Tritt man ehrfurchtsvoll hinein, so erstaunt als erstes die enorme Deckenhöhe, die jeder größeren Kathedrale zur Ehre gereichen würde. Der Grundriss und die Geometrie der Säulen aus Ziegel harmoniert genauso wunderbar wie der farbliche Kontrast, der durch den klug berechneten Lichteinfall hervorragenderweise verstärkt wird. Die im Hauptschiff schlichte Ausführung kommt durch das wunderschöne Bodendesign herrlich zur Geltung. An den Seitenschiffen befinden sich sehr schöne Fresken, riesige Gemälde und Altäre.